Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wir sind Turtle Crowd, Skibo und Manik, spielen Terra immer noch. Und wir kommen aus, wir sind zu Fuß gegangen. Wir kommen aus den Wäldern der Vergessenheit, sind über das Tal der Helden vorangeschritten bis zu den Himmelshügeln. Hier sieht alles ein bisschen herbstlich aus, ein bisschen, ja, ein bisschen karg, aber trotzdem schön. Und das erste Dungeon ist quasi erfolgreich gemeistert. Und ja, wir würden jetzt hier noch ein paar Quests abschließen, beziehungsweise genau. Sind noch mittendrin, Quasi ne? erfolgreich, wir kamen zumindest lebendig und erfahrener daraus hervor, mit ein bisschen mehr Tank-Erfahrung, auch wenn vielleicht nicht alles optimal war, und mit vielleicht meine ich bestimmt. Der Updance da hinten, der fahrende Händler, Entschuldigung. Der geht ab, der weiß, was der er vom Malfi, Leben will. Malfi geht ab, guck mal, Malfi macht dein Dance. Huh. Wenn ich so ein cooler, kleiner, dicker Bären-Wunsch wäre, dann wäre ich auch zufrieden. Okay. Und würde einfach mal tanzen. Auch tanzt er wahrscheinlich, weil er denkt, guck Dude. Mal, ich habe coole rote Handschuhe und du hast so komische pinke an, die nicht zu deinem Outfit passen. Aber das Was? Sind ja ganz, ganz andere Probleme. Nee, klar, ja, Siggi ist total stilsicher. Siggi kann nichts falsch Siggi, machen. Siggi, der kann tragen, was er will, weil Siggi ist einfach Mann von Welt. Und guck mal, was macht die denn da hinten? die zappeln einfach mal ein bisschen ab. Dafür muss ja auch Zeit sein. Man kann ja nicht immer nur Monster abschlachten. Noch mal erstmal danke an 40 Abonnenten. Ja, das ist auf jeden Fall vielen Dank. Wir freuen uns über jeden, der auf Abo drückt. Wir freuen uns auf jeden, der vor allem zuguckt und auch kommentiert. Und auch besonders die Kommentare, die uns gute Ratschläge erteilen und Hinweise geben, was wir verbessern könnten. Yes, genau. Und wenn wir sind immer stark dafür, dass ihr euch beteiligt. Wenn es Themen gibt, von denen ihr euch wünscht, dass wir sie behandeln, dann schreibt uns das und wir versuchen, diese Themen, über diese Themen, die euch vielleicht Probleme machen oder sonstiges, aufzuklären. Ne? Dann informieren wir uns selbst ein bisschen mehr und gucken, wie wir das in unsere Videos einbringen können. Genau, ich meine, es ist ja eine Win-Win-Situation letztendlich, also wenn ihr irgendwelche Tipps habt, zu sagen, okay, das können wir besser machen, da sind wir sehr, sehr, sehr offen für generell und wir sind ja auch nicht die auch von der anderen Seite in her. Dem Spiel, aber wir ich find, du bist helfen schon, euch auch schon, gerne weiter. Ja, aber du hast ja schon viel MMO-Erfahrung und von daher kannst du auch sehr viel Wissen auch vermitteln zu bestimmten Elementen oder Spielelementen. Spielen wir einfach mal weiter zunächst. Genau, wir werden einfach mal starten. Genau. Ja, ihr könnt euch merken, wir sind für Vorschläge und Fragen und Anregungen immer offen. Ihr könnt mitgestalten, was wir hier machen. So, und jetzt schauen wir uns die Gegend hier nochmal ein bisschen an, ne? Ich gehe ein bisschen näher ran, weil du sonst eine Krise kriegst. Das sind die Himmelshügel, ja? Da sind noch diese lustigen Kreaturen, die in diesem PvP, die das haben wir auch schon vorhin im letzten Video erwähnt. Ja, ich hab auch einen Artikel auf einer Website gelesen, da gab es den schönen Kommentar dazu. Die Kumas-Krippe, das wohl sinnloseste PvP-Schlachtfeld der Videospielgeschichte. Ohne Witz, ich komme darauf nicht klar. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Und ich will mit dir nie wieder in dieses Gebiet rein. Wirklich? Nicht mal mit dir in den Controller? Also, du kannst gerne mal ein Einzelvideo machen und kannst mal das geil abfeiern und so, aber ich bin da raus. Da stürmt der dicke Opa. Okay. Boah. Der hat gesessen, das war wie ein Kamehameha hier. Was hat der für einen Blitz, ey? Ja, das ist wie Zeus in Fett. Und ein komisches Monster. Okay. Kommst du mittlerweile mit der Umstellung der Leisten klar? Ich versuch's gerade, mich dran zu gewöhnen. Ja, jetzt hab ich's mal geblockt. Ich muss loslassen, aber damit mein X-Kopf wieder funktioniert. Erklär doch an der Stelle nochmal ganz kurz die Spielmechanik. Ich muss auch wieder reinkommen. Das heißt, du hast du quasi L2 und L1 wieder, ne? Genau, mittlerweile haben wir auch die L2-Umschaltleiste, ja, die sowas wie, wenn man am PC spielt, ist eine Shift-Taste dann bildet. Und dass wir jetzt zwei Shift-Tasten benutzen und vorher war mein Blocken auf L2, jetzt liegt mein Blocken auf L2 und Steuerkreuz nach unten. Okay. Was noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber das wird schon. Blocken ist dafür Tank eh überbewertet. Und Siggi ist sowieso ein Übermensch, der kriegt das locker hin. So, was genau müssen wir machen? Schauen wir doch mal auf den Quest-Tracker, den wir übrigens mit Pad-Taste und Kreis-Quest-Tracker aufrufen. Kumas-Krippe, ja, hätten wir das Schlachtfeld gewonnen, wäre diese Quest mittlerweile weg, aber du willst ja nicht rein, deswegen bleibt die erstmal einfach in unserem Quest-Log.
Oder ich könnte es auch entfernen, aber nö, ich lasse einfach da. Mach das als willst. Kleine Erinnerung daran, was du nicht sehen willst. Und wir sind hier bei der Quest Schäbige Kuhmassierten. Wir müssen jetzt Kontroll-Hinkelstein-Scherbe finden. Okay. Untersucht die Kontroll-Hinkelsteine auf der Ebene von Omphalos und sammelt Splitter für Syria. Gut, dann sammeln wir mal Wo finden Splitter wir diese? Für Syria. Also hier in diesem komischen blauen Gebilde Bereich, davon? Genau, bei diesen großen Hinkelsteinen. Ja. Mit eigentlich müsste jetzt Obelix am Start sein. Der würde uns helfen, Hinkelsteine zu tragen. Aber naja, man kann ja keinen Galder in der Welt von Terra erwarten. Anderes Universum. Genau, so. Vielleicht. Nee, okay. Da, hier ist erstmal, da müssen so kleinere drumrum sein, glaube ich, irgendwie. Greifen die eigentlich direkt an? Haben die große Akro? Nö, die chillen eigentlich. Okay, jetzt steht er da. Ich glaube, wenn du nichts machst, machen die auch nichts. Der geht nur so ein bisschen auf Abwehrhaltung, aber... Also, ja, also wenn du nichts machst, macht er auch nichts. Aber er verfolgt mich. So per se ist er eigentlich harmlos. Ja, irgendwie schon. Wenn du ihn nicht angreifst, ja. Okay. Er ist auch ein bisschen benommen. Ja, da steht auch, er ist ein benommener Kumas. Von daher weiß man nicht genau, was da... die sehen interessant aus, aber die gehören auch nicht zu unserer Quest. Gut. Kontroll-Hinkelstein-Scherbe. Guck mal, was ist das denn hier? Ist auch so eine Scherbe. Das ist was zum Abbauen, das gehört leider nicht zur Quest, aber komm, Material sammeln. Wir finden irgendwann noch genaueres raus über Craften, wir schauen uns das vielleicht irgendwann mal an. Im Moment geht es aber darum, der Story zu folgen und einfach Siggi durch das Abenteuer zum Max-Level zu führen. Yes, okay. So, jetzt ist das echt, wo sind diese verfluchten Steine? Ich weiß auch nicht, also... Die müssten hier sein, also hier ist ja der blaue Bereich, ja. Untersucht oder nee, okay, stopp mal, das ist die 4, die 2 ist da vorne, okay. Ja, diese blauen Bereiche, da muss man auch auf die Nummer drin gucken, ja, auf der Minimap. Wir sind nicht ganz auf der Höhe. Das wird schon auch. Ja, wo kommst du denn her? Anstürmen. Guck mal, diese Skorpionviecher sind auch witzig. Skorpion? Ist das ein Skorpion? Ja, die sehen so ein bisschen skorpionmäßig aus, oder? Naja, Taurus-Skorpione. Ja, so ein Taurus-Dämon oder so in der Richtung, ich weiß Skorpion. Nicht. Das hat mit dem Skorpion also gar nichts. Das ist aus wie ein Teufel eigentlich, so ein bisschen, ne? Ja, das schon eher. Mit luftigen Körper, Stufe 22. Kein Problem. Guck mal, da werden die Augen auch richtig rot. Guck mal. Steckt einfach die Waffe weg und beschmeißt es mit irgendeinem Kram. Mit brennendem... Ausguss aus der Hölle oder so. So. Magma. Och, der hält jetzt aber doch wieder ein bisschen was aus. Wie Diablo, oder? Stimmt, er hat eine gewisse Ähnlichkeit. Nur halt mehr Beine und zwei Schwerter. Ja, trampel du mal ein bisschen rum. Aber Siggi. Siggi ist ein echter Könner. So, und ich, warte mal, ich muss mir jetzt mal selbst den Sound hier ein bisschen leiser stellen. Ist zu laut für dich? Ja. Okay. Ist auch eigentlich alles auf Maximum, obwohl das gar nicht so sein sollte. Wahnsinn. Was hast du denn da wieder eingestellt? Ich weiß nicht, Okay. Aber also für mich war das ganz ausgeglichen, aber passt auch so. Gut. So, dann. Wir müssten jetzt diese, guck mal, da haben wir doch was. So, Kontroll-Hinkelstein. Also, seid nicht wie ich, auch wenn ihr denkt, dass diese kleinen blauen Markierungen euch ja den Questort zeigen sollten. Ihr müsst auf die Nummer eurer Quest achten und die Nummer in diesem blauen Kreis, okay. Damit ihr zum richtigen geht. Guck, hier ist ja alles ergibt Sinn. Voll von dem Kram. Das ergibt super. Auf jeden Fall Sinn. Okay, immer schön auf die Nummer schauen und dann finden wir. Das sieht ja eher aus wie so Tonbehälter irgendwie, ne? Tonkrüge. Ja. Was weiß ich. Ich würde es mir jetzt nicht in die Wohnung stellen. Nee, also dann lieber so ein Buddha, oder? Oder einfach so irgendwas ganz Geschmackvolles. Pflanze oder Plastikpflanze. Pflanze, ja, am besten Kaktus. Die einzige Pflanze, Kaktus. Die bei mir eine Chance hat zu überleben. Bin das da nicht sind so ja der, auch wirklich, so die halten ja ein bisschen was aus, genau. Ich habe so eine lustige Pflanze, die muss man auch immer nur einmal im Monat gießen. Ich habe tatsächlich mal einen Kaktus tot bekommen, aber der hatte irgendeine Krankheit. Okay. Ja, ich bin, also grünen Daumen haben wir, glaube ich, beide nicht. Nee. Anscheinend nicht so. Nee. Aber hey. Naja, egal. Meine Daumen sind zum Zocken da, von daher. Ja.
Genau. Okay, was haben wir schon alle? So, jetzt, ja, wir haben jetzt und jetzt müssen wir hier wieder in das Lager. Ich meine, ja, das ist halt eine Sache, die kann man im Spiel immer wieder vorwerfen. Das ist das altbackene Quest-Design. Ja, das spielt sich halt auch wie ein sehr altes, also von der vom Abwechslungsreichtum der Quests her, vom Quest-Design ist es halt ein bisschen fad, aber ich finde, das macht das Kampfsystem halt wieder weg. Vor allem, wenn größere Gegner oder mehrere Gegner kommen. Genau. Ja, es kam ja die Frage auf vorhin in Dungeons, dass sie ja eigentlich, dass man da so ein bisschen zu überpowered ist irgendwie, beziehungsweise eigentlich zu schnell mit Gruppenmitgliedern durchrushen kann. Natürlich helfe ich. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Moment, ich war gerade abgelegt von der Quest. So, okay. Genau. Ich müsste jetzt nochmal neu zuhören. Ich habe einfach mal gesagt, genau, es kam ja die Frage auf in der Community, in den Dungeons, ne? Dass es mittlerweile so ist, dass Spieler zu überpowered sind oder dass das momentan so ist, dass man eigentlich viel zu schnell oder dass sie einfach zu einfach geworden sind. Im Gegensatz zu vorherigen Versionen. Das können wir natürlich nicht so gut beurteilen. Ja, es ging darum, dass es war ein Spieler der PC-Version, der gemeint hat, dass es auch in der PC-Version wohl so war, dass man dann irgendwie durch die Dungeons zu einfach durchrushen konnte und dass dann, wenn sich keine Heiler oder Tanks gefunden haben, die Gruppen mit Damage-Dealern aufgefüllt wurden werden, und dass es dadurch noch einfacher wurde tatsächlich. Okay. Und zu schnell ging. Naja, das ist etwas, das können wir vielleicht später beantworten, wenn wir uns nochmal ein paar Dungeons nicht so angeschaut haben. Genau. Ja, der Trash ist zwar schnell gefallen, ich mein, die Bosse aber jetzt nicht, von daher. Und wir hatten immer Tanks und Heiler. Also wir waren auch in einem recht intensiv, es war jetzt nicht so, dass es, aber es war auch nicht schwer, also ist auch keiner irgendwie jetzt gestorben. War nicht so, super aber, schwer, aber ich sag mal, die Heilung war oft knapp. Das stimmt, also es war immer ein bisschen knapp, aber es war jetzt nicht dramatisch, so. Okay, jetzt sollen wir die Dinger hier untersuchen, gut. Die ist ein bisschen größer. Ja, wir haben jetzt verpasst natürlich wegen unserem Gelaber den Questtext zu lesen, das wissen wir nicht genau, weil hier kommen irgendwelche Dunkelwichtel raus. Oh ja, okay. Hätten wir jetzt natürlich uns. Gut, wir müssen wieder. Ja, die sparen wir uns jetzt mal. Einmal können wir uns noch sparen und dann. Ja, aber wir müssen schon up to date bleiben, ja. Wir wollen schon, ja den Leuten vermitteln, wie die Geschehnisse hier sind. Okay, wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Das hat jetzt eigentlich gar nichts mit der Quest zu tun, dass ich den angreife, aber der stand da gerade so schön. Und das macht dir Spaß, ne? Der will nicht mal. Okay. Der greift nicht mal an, das ist irgendwie ein bisschen asozial. Der greift nicht mal an. Ey, das ist ein friedvoller Kollege, ja. Und der ist benommen, der ist einfach nur ein Drogensüchtiger. Oh, guck, jetzt schlägt er zu. Ja. Okay, jetzt gibt er Gas. Na, jetzt. Komm schon, Kuma. Upsa. Upsi, pupsi. So. Okay. Ja, Oha. Das ist, ich war aus dem Damage-Bereich raus, aber es hat trotzdem in mehr Richtungen Schaden gemacht als gedacht. Komm schon. Ach, guck mal, dem fällt auch einfach hier schönen Arm ab, immer. Na, das ist schön, wie auseinandergedingst. Tut mir so ein bisschen leid, ne? Da fragt man sich genau, was die sind. Das sieht ja aus, als wären die zusammengeschraubt oder so. Sind die überhaupt aus Fleisch und Blut? Okay. Anscheinend nicht. So, aber nun. Wo müssen wir hin? Geben wir uns zum roten Fragezeichen. Hey. Das war wieder die alte, ne? Von vorhin. Genau, glaube ich. Obwohl. Was wollte die eigentlich von uns? Das ist die Frage. Wir sollten erst diese Hinkelsteine untersuchen und gucken, was es damit auf sich hat. Glaube ich. Ich hab. Wo ist die alte jetzt hin? Manchmal ist es echt schwer zu deuten, dieses rote Fragezeichen ist. Ja, da vorne, ja. Nicht genau da und dann wieder. Ah, ich glaube, man muss eher so. Siria. Komm mal. Komm, Siria, genau. Was hast du zu sagen? So. Donner und Verdammnis, es gibt so viel zu studieren und uns geht die Zeit aus. Diese Nager und Kumas behindern meine Arbeit, ausgerechnet jetzt, wo ich so dicht dran bin. Ihr seid nicht zufällig die Vorhut eines Verstärkungsbataillons? Wir könnten die Hilfe wirklich gebrauchen. Okay, das war quasi. Das war der Standardtext.
Der Standardtext, okay. Wichtel was? Die arbeiten doch für jeden. Und in diesem Fall wohl für die Kumas. Das bedeutet, dass die Kumas nicht teilen wollen, was auch immer sie durch die Hinkelsteine gewinnen. Bringt meinen Bericht zu Martin ins Sanctum Mysterium südlich von hier. Ich werde die Godric's Farm zurückkehren und Herod daran erinnern, dass er nicht mein Kindermädchen ist. Alles klar, Siria, ihr könnt auf mich zählen. Ja, alles klar. Ja, Siggi Ihr macht könnt auf mich. das. Siggi muss sich stimmlich erst wieder eingrooven, also er ist noch ein bisschen hängen geblieben. Okay, damit kennst du dich ja aus. Er kommt wieder, ist bald ist er, Siggi ist halt wieder da. Okay. Gut, Wo wohin sind jetzt? wir? Okay. Jetzt müssen wir zu den, da unten, wo die Murika-Ruinen sind. Da müssen wir ungefähr hin. So. Okay, erstmal Autoreifen. schon ein paar Sachen gesammelt, paar Kumas vernichtet. Ja. Ach, dass das immer, wenn ich die Kamera. Warum kann das Autoreiten nicht weitergehen, wenn man da auf die Einstellung geht? Das würde doch Sinn Tja, machen. das ist, sollten wir mal, können wir die Entwickler Beanstanden. fragen. Dum, 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 dum. Ach, aber immer noch schön hier. Ja, ach, was ist mit dieses kleinen Viechs, verstehe ich nie so ganz. Na, man muss halt Monster in die Gegend schaffen, sonst ist eine MMO doch kein MMO. Okay. So, Kumas Krippe haben wir erledigt. Nee, haben wir nicht. Okay, wir müssen den Wagen einfach umkreisen, oder wie? Was ist die aktuelle Quest? Ich bin raus. Wir laufen einfach an einen neuen Ort. Gut, okay. Meine Güte. Guck mal, das sind so Widderviecher, ja. Jetzt an irgendwelchen Hyänen vorbei. So. Wir So, sind in neues einem Gebiet, neuen neues Lager. Lager, was auch immer. Das ist Murika. Was ist das? Die Murika-Röhm, aber das hier ist das Sanctum Murika-Ruine. Mysterium. Das ist Sanctum mal ein Mysterium, alles klar. Angebername. So. Macht hier kurz Halt. Wir haben keine Zeit für Gefühlsduseleien. Wir haben Leben verloren. Aber wenn wir nicht schnell arbeiten, wird alles vergebens gewesen sein. Das ist einfach inakzeptabel. Ein Bericht von Siria. Zeigt mal her. Klingt, als hätte sie das Kumas-Problem doch ganz gut im Griff. Vielen Dank, dass ihr mir das gebracht habt. Martin, warum so freizügig? Ja, aber ich bin dir stets zu Diensten. Aber knöpf doch bitte mal dein Hemd zu. Ja, Und schon dann, sehr was auch immer du da anhast. feminin und freizügig ist er. Ich kann da nicht hingucken. Wir liegen in einem Wettstreit mit den Nachkommen Lux, um die alten Geheimnisse in den Ruinen von Cardovec zu lüften. Leider sind sie uns voraus. Im Himmelshügel waren für viele Götter sehr wichtig. Die Himmelshügel waren für viele Götter sehr wichtig. Und die Nachkommen könnten nach etwas derartigem suchen. Die riesigen Gesteinsbrocken der Ebene von Umphalos sind ganz gewiss göttlichen Ursprungs. Geh zu Padraig, einem unserer Gelehrten, in der Nähe der Ruinen. Okay. Ah jo, alles klar. So. Dann werden wir ein bisschen hin und her geschickt. Ja, und das meine ich mit halt ein wenig altbackenem Quest-Design. Klar. Es könnte ein bisschen kreativer sein, als Sehr. immer jedes Mal sammel 4 davon, töte 10 davon und reite zum nächsten. Ja, ich meine, was ist klassisch, aber was wäre jetzt nochmal State of the Art? Gibt es da neuere Ansätze? Oder ich meine, das ist ja auch ein MMO, es ist ja letztendlich einfach. Na, ich sag mal, es gibt manchmal Event-Szenarios, die passieren, bestimmte Arten von Minispielen, Okay. besondere Items, mit denen du besonders interagierst und dann für die F Quest kurzzeitig irgendwelche Fähigkeiten hast. Es sind mehrere Dinge im Bereich des Möglichen. Ja. Ja, okay. Auch öffentliche Events oder sonstiges. Das ist halt, man muss sagen, das ist halt einfach nur Das die wird schon ein bisschen älter. Konvertierung eines älteren Spiels. Von daher ist das Genau. natürlich auch selbstredend, dass das nicht die neuesten Quest-Systeme hat. Aber das ist halt Na ein klar. Punkt, der könnte einen ein wenig stören.
Aber ich meine, ja, aber es gibt auch viele Befürworter, glaube ich, die da drauf stehen. Genau, genau. Es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ich will jetzt einfach mal was sammeln und ich will mal was töten. Ja, es kann ja auch was Meditatives sein. Lass mich doch mal einfach mal machen, das ist mein Style, ich mag das. So, Palraik. Für die Föderation. Ein Geheimnis aufbauen? Jawohl, die haben etwas vor. Was, weiß ich nicht so genau. Sie haben irgendwelche Dokumente, aber das sind alles verschlüsselte Dokumente. Oh, Moment. What the fuck? Du darfst gleich weiter mit mir reden? Hey, Patrick hat was zu sagen. Tja, Unverschämtheit. Jawohl, haha, die haben was vor. Was weiß ich nicht so genau. Sie haben irgendwelche Dokumente, aber die sind alle verschlüsselt. Und sie haben sie in mehrere Teile gespalten. Wenn ihr ein ganzes Dokument zusammenbringen könnt, könnte ich vielleicht den Sinn erfassen. Am ehesten werdet ihr eine komplette Kopie der Seiten bei den Zauberern Locks finden. Ich glaube, da kann ich helfen. Ja. Ja, Siggi kann das. Siggi kann helfen. Sich selbst aber auch sehr gut und er anderen. Hilft gerne. Er hilft gerne und er sticht gerne zu. Mit seiner dicken Lanze. Siggi, also, der Stecher. Kommandant Samuel bericht die Quest haben auch. Die hattest du. Den Wagen umkreisen. Okay, hey, meldet euch umgehend bei General Samael. Alle anderen Befehle sind nicht dick. Vielleicht machen wir das dann kurz. Wo ist der? Ist der in Velika? Kriegen wir hier irgendwo eine Information? Nee, Klippen. Wo ist der Dude? Klippen des Wahnsinns. Klippen des Wahnsinns. Klippen des Wahnsinns. Weltkarte. Wo sind denn diese Klippen des Wahnsinns? I don't know. Was haben wir denn hier? Na, das sind Velika. Fall Aurim, Poporia, Velika, Wildnis von Velika. Okay, es ist in Velika. Ja, dann teleportieren wir uns doch mal kurz nach Velika, würde ich sagen. Dann machen wir das mal. Wir haben ja einen Zauber dafür. Echt jetzt? Guck mal, wir haben. Ja, klar. Okay, die bringen wir uns nichts. Von daher auch, okay. Genau, wir haben. Wie geht das? In den Fertigkeiten haben wir irgendwo Velik's Horn. Ja, das können wir einmal pro Stunde machen. Können uns damit. Warum kann ich's? Du kannst es nicht machen. Ah, doch. So. Okay, teleportieren ist manchmal ganz cool, oder? Mhm. Ja, also kann man manchmal machen. Manchmal ist es schön, sich die Gegend anzuschauen. Manchmal ist es schön, wenn man einfach sehr schnell in dem Fall dorthin bringt kommt, das wo sonst man nichts. Hin möchte ja. Und muss. So. Ach, guck mal, wie schön. Ja, jetzt leckt sie aber direkt beim Laden. Aber Velika leckt. Ja, Velika okay. Lagged. Aber ist schon ganz schön hier. Ich habe vergessen, dass es so schön war hier. Das ist nice hier. Kann einem durchaus gefallen. Eine große Gebiet, da? So sieht's aus. Hier gibt's bestimmt auch so einen großen Handelsplatz. Vermutlich. Kann man nice traden und so. Ja, aber man kann auch ordentlich Deutsch sprechen und so. Ja. So. Guck mal, der Samuel. Der war doch so ein gerissener Bastard. Ja, der war so ein bisschen verdächtig, sag ich mal. Ja. Wir bewahren Stillschweigen darüber, aber Poporia steckt in Schwierigkeiten. Konsul Dugal hat mich angewiesen, jemanden zu finden, der die Sache untersucht. Geht nach Popolion und sucht nach der Quelle dieser Störungen. Ja, Popo gesagt. Aber geht kein Risiko ein. Popo. Hey, aufmerksam, Soldat. Was auch immer das Problem ist, es darf sich nicht bis nach Valaureum oder in andere Provinzen ausbreiten. Habt ihr verstanden? Wenn man Popolion bis auf die Grundmauer niederbrennen muss, um diese Bedrohung zu beenden, dann tut ihr das eben. Ich mache mich sofort auf den Weg. Samael, alles klar. Okay, jetzt ist die Frage, Okay, Popolion. Welche Quest folgen wir der Quest, weil, Hauptquest. Oder sind beides Hauptquests? Das ist ja das rote Fragezeichen, von daher gehe ich davon aus, dass das aber... Ich bin mir gerade gar nicht sicher, du. Okay, hier waren wir relativ am Ende von was auch immer das war. Ja, Verschwörung der Kultisten, da waren dann nur noch... Ja, das ist eine Stufe 22 Quest und die ist auch der Stufe 22.
Okay. Und ja, das ist, ich glaube, das ist sozusagen einfach die nächste Story. Ja, dann mach doch einfach da weiter. Ja, die hier nicht abschließen, oder was? Oder beende erstmal die, genau. Beende die doch lieber erstmal. Jo, machen wir das erstmal. Aber bevor wir weitermachen, würden wir das Video jetzt an der Stelle beenden und dann gleich wieder einsteigen. Ja, also, dass wir jetzt hier auch einen Abschluss haben und begeben uns dann gleich in die nächste Quest. Okay, dann bis... BG, bis gleich. Gleich.